Traiskirchen ist eine Weinstadt. Am Wochenende präsentierten die besten Winzer der Stadt ihre Weine im Rathaus. Der Andrang war groß. Wein im Rathaus heute hier in Traiskirchen. Was kann der Traiskirchener Wein? Ja, der Traiskirchener Wein kann sehr viel. Und heute, wir haben heute hier 180 Gäste. Da sieht man, welche Interessen die Gäste an diesem Wein haben. Und wir haben ein riesiges Angebot an Weinen. Unsere Hauptsorten, natürlich der Rotkippler Zierfandler, kommen hier nicht zu kurz. Wein im Rathaus ist immer so eine, am Ende des Jahres, wir haben November, ist ein bisschen eine Abschlussveranstaltung. Und da zeigen wir Winzer, was wir das ganze Jahr an Weinen zusammengebracht haben. Und es heißt ja auch Wein im Rathaus, Traiskirchens ausgezeichnete Weine. Und es gibt eine Menge von ausgezeichneten Weinen in Traiskirchen. Wie viele Winzer sind dabei? Wir haben 10 Winzer, da wir nur prämierte Weine hier zur Verkostung anbieten. Und das sind wirklich die 10 besten Winzer Traiskirchens. Und ich würde fast sagen, fast vom Bundesland sogar. Traiskirchen ist ja bekannt für seine Spitzenweine und auch für seine naturnahe Region wie die Weinberge, wo man sagen kann, dass man hier super entspannen kann, gehört der Wein auch zum Entspannen. Und da bietet sich natürlich diese Veranstaltung im Rathaus Traiskirchen als, wie soll ich sagen, Abwechslung zur trockenen und einfältigen Tagespolitik perfekt an, um den Bürger auch das Rathaus näher zu bringen. Mit einer Weinbegleitung, glaube ich, ist das ein ganz tolles Event. Was uns auszeichnet, ist, dass von Anfang an auch die Top-Winzer da war, die wir in Traiskirchen haben. Die Traiskirchen in den letzten 20 Jahren auch zur Top-Vorzeige-Leader-Region gemacht hat, was die Thermenregion betrifft und auf die wir sehr stolz sind, die Österreich-Sieger geworden sind. Und das ist auch den gesamten Querschnitt an Traiskirchener Heugenkultur abbildet. Und wie gesagt, das Rathaus und der Weinbau heute symbolträchtig vereint. Auf das sind wir alle sehr stolz und dass es ein Erfolg geworden ist, zeigt auch, dass die Idee gut war. Darf ich fragen, was Ihr Lieblingswein ist? Alle Weine. Mein Lieblingswein, ich habe ihn sogar zufälligerweise im Glas, ist ein gelber Muscatella, trocken und fruchtig, den heuer sehr viele Traiskirchener Winzer angebaut haben. Und heuer gibt es bereits die Jungweine zu verkosten. Ich bin auf der trockenen weißen Seite zu Hause persönlich. Ich trinke sehr spritzige, resche Weißweine, am liebsten Veltliner und trinke auch Riesling sehr gerne. Und in den Wintermonaten auch manchmal zu späteren Abendstunden einen schweren Rotwein. Also das sind halt so meine besonderen Vorlieben und all das kann man auch in Traiskirchen auf bester Qualität genießen.